Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Call in Time. Ich habe das Spiel bereits einmal aufgenommen, nur leider hat Fraps sich gedacht, ja, ich mache mal das Bild möglichst klein, damit man ja rein gar nichts erkennt und dann tue ich es schön in die Ecke quetschen. Deswegen versuche ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm und ich hoffe, das funktioniert. Weil ich es schon gespielt habe, weiß ich schon, was in dem Spiel passiert und was mich auf mich zukommen wird. Und ich möchte euch gleich vorwarnen, ich werde vielleicht, also es muss nicht sein, aber es ist gut möglich, dass ich in diesem Spiel ein bisschen seltsam werde. Und ich möchte nicht allzu viel verraten, also allzu viel mehr sagen, außer ich möchte das Spiel endlich starten. Beginn. Ich lebe in einer kleinen Hütte, weit weg von der Stadt. Oder isoliert von der Stadt. Ruhe ist das Gesetz an so einem Ort. Mein Zuhause ist so etwas wie ein Gefängnis, aus dem du nicht ausbrechen kannst. Während das Vogelgezwitscher und das Atmen des Winds meine besten Freunde sind, ich mag die Geräusche des Winds. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut übersetzt. Der Text geht viel zu schnell weg, dass ich ihn durchlesen und dann übersetzen kann. Wir befinden uns in unserem Haus. So wie es aussieht, veranstalten wir eine Party. Vielleicht eine Geburtstagsparty. Womöglich haben wir Geburtstag und wir haben all unsere Freunde eingeladen. Und wir reden mal mit ihnen. Ich weiß nicht, wie alt wir sind, aber wir müssten ziemlich jung sein. Hallo, Kleiner! Ich mag diesen Ort nicht. Warum nicht? Okay, der sagt nichts anderes. Und allerdings sind wir wohl auch noch ein Teenager. Was geht? Mann, diese Party ist so langweilig. Wenn die anderen Gäste... Achso. Wann kommen die anderen... Warte. Wann sollten... Mann, diese Party ist so langweilig. Wann sollten die anderen Gäste kommen? Keine Ahnung. Hey, hast du das Mädchen in der Küche gesehen? Ich mag sie vielleicht. Echt jetzt, Mann? Erzähl mehr. Okay, mehr will er nicht erzählen. Wer bist denn du? Du siehst älter aus, aber du bist kleiner wie ich. Hey, wusstest du, dass diese alten elektronischen Dinge, die du hier hast, ziemlich interessant sind? Wenn du jemals darüber nachdenken solltest, sie zu verkaufen, melde dich. Ja, okay, und wer ist deine Freundin? Ach, das hat die gesagt. Ich habe mit einem Mann geredet. Die sagt das. Achso, lass es mich wissen. Ja, ich rede mit ihm. Das ist totaler Schwachsinn. Da ist überhaupt kein Service in diesem Ort. Ja, tut mir leid. Du kannst halt niemanden erreichen mit deinem Telefon. Du bist voll und ganz auf dich allein gestellt. Aber ich werde dir helfen, sobald ich eine Lösung gefunden habe. Doch jetzt muss ich erstmal in die Küche, denn dem Anschein nach ist da noch jemand, den wir kennenlernen müssen. Also wir haben schon mal 5 Gäste. Und hier ist unsere 6. Freundin oder unsere Mutter. Wer bist du? Ich freue mich, mit dem Essen helfen zu können. Schön, ich freue mich, dass du mir helfen kannst. Weißt du, um ehrlich zu sein, sollte ich nicht hier sein. Hast du dieses Kind da oben in diesem anderen Zimmer gesehen? Ich sollte eigentlich babysitten. Aber sobald ich über diese Party Bescheid wusste, konnte ich einfach nicht anders als zu kommen. Echt? Kannst du mir bitte das Messer da drüben geben? Ich möchte das Brot schneiden, sodass wir es servieren können. Natürlich kann ich das machen, meine tolle Freundin. Warte, ich nimm's. So, und jetzt hier, bitteschön. Ich geb's dir mal in die Hand. Oder ins Auge! Jetzt kommt meine Psychoseite. Muss nicht sein. Kann sein. Was ist denn? Du hast sie getötet! Ach nee. Oh mein Gott, du hast sie erstochen. Du hast sie getötet. Hilfe! Er hat sie erstochen! Er hat sie getötet! Mit einem Küchenmesser. Schleichen. Meine Übersetzung war mal wieder perfekt. Aber ich weiß nicht, was ihr habt. Warum rennt ihr von mir weg? Sie ist doch nur ausgerutscht. Und in mein Messer gefallen, als ich es ihr gerade geben wollte. Ach Mann, wo seid ihr denn jetzt hingerannt? Was ist denn schon eine Party ohne Gäste? Leute, ich werde euch schon noch finden. Aber zuerst mache ich die Nacht zu meinem besten Freund. Ich ignoriere die. Jetzt wird nicht mehr von mir weggerannt. Wer bist du? Geh weg. Das war laut. 1, 2, 3, jetzt komm ich schnell vorbei. Hey, Treppe, benutz sie mal. Hallo,
Hause. Wo seid ihr? Ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass ihr etwas gesehen habt von einem Unfall. Ich möchte dieses Missverständnis klären. Klavier spielt. Ich möchte dieses Missverständnis mit euch klären. Wo seid ihr? Rennt doch nicht vor mir weg. Das ist so vulgär. Wobei, eure Gesichter sind vulgär. Ach, Mann. Ich möchte doch nur ein bisschen reden. Freunde. Wo seid ihr? Klavier, hör auf, du irritierst mich. Manchmal sagen die Leute, ich höre was in meinem Kopf. Aber das stimmt gar nicht. Ich höre das Klavier wirklich. Ich höre die Stimmen wirklich. Und sie sagen mir, was ich tun soll. Sie sagen, ich muss den Unfall aufklären. Es war ja ein Ausversehen. Es war nur ein Witz. Leute, es gibt doch keine Party ohne Witze. Das gehört doch dazu, oder? Komm schon, ich habe keine Lust, Verstecken zu spielen. Klavier. Das macht mich paranoid. Aber ich bin nicht paranoid. Das ist ein süßer Hund. Ich frag mich, wo ihr denn alle seid. Ich suche euch, denn ich komme schnell vorbei. Ich möchte was von euch wissen. Ob ihr etwas gesehen habt, was ihr gesehen habt, und ob ihr vorhabt, das jemandem zu erzählen. Oder? Hast du vor? Hast du es vor, jemandem zu sagen? Oh, renn ruhig vor mir weg. Das wird dir nichts bringen. Niemand wird dir helfen. Niemand wird deine Schreie hören. Und deine auch nicht. Du warst mir im Weg. Niemand wird euch hören. Ihr werdet ja alle sterben. Es war ein Unfall. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Hörst du? Und du bleibst hier stehen. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Bleib stehen. Genau wie deine Freundin blutest du vor dich hin. Irgendwann wirst du verbluten und ich werde dich finden. Ist nochmal jemand hier oben? Ich sehe Blut. Aber ich weiß nicht, wem es gehört. Könnt ihr mir nicht helfen, euch zu finden? Und euch zu helfen, euch schlafen zu legen? Mit dem Kopf in der Wand? Ach, Leute. Ich bin doch nicht gemein. Ihr seid gemein. Ihr rennt vor mir weg. Dabei war das ein Ausversehen. Und ein Unfall, versteht ihr? Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ich habe nie was getan. Ich bin unschuldig. Hört mir zu, dann wisst ihr's. Aber ihr wollt mir nicht zuhören, habe ich recht? Niemand will mir zuhören. Wie immer. Warum wollt ihr mir nicht zuhören? Versteckt ihr euch? Ihr seid genau wie meine Eltern. Ihr habt mir nie zugehört. Ihr habt euch immer vor mir versteckt. Aber eines Tages, da kam ich und hab mit euch ein Wörtchen geredet. Ich frag mich nach wie vor, wo ihr seid. Ich würde euch gerne sehen und schauen, ob ihr in Ordnung seid. Ich muss mich gerade konzentrieren. Hör auf zu rennen. Es wird dir nichts bringen. Ich werde dich holen, um dein Leben bringen.
in den Schlaf singen. Du bist müde, ich sehe es dir an. Und mach einfach nur die Augen zu, so dass du träumen kannst. Nein, du! Bleib stehen, es wird dir nichts bringen. In den Schlaf werde ich dich jetzt singen. Geh weg, Geist, ich brauch dich nicht. Ich brauch meine Freunde mehr nicht. Aber wo sind sie? Wo sind sie nur? Sie rennen weg. Ach, da steht einer mit Bravour. Er schaut mich nicht an, doch jetzt blickt er zu mir her. Er rennt vor mir weg. Ich renne hinterher. Bleib stehen, Kleiner. Ich hab dir nichts getan. Ich bin ein Schatten. Schreist du nach deiner Mutter? Da kann ich dir nicht helfen. Ich bin sie nicht. Du ähnelst einem Elfen. Das hat dich gerade gereimt. Bist du ins Haus gerannt? Ach, das ist fein. Ich renn dir hinterher. Und dann lassen wir es bald sein. Wo bist du, Kleiner? Wo bist du hin? Ich suche dich. Ich würde gern lachen, aber mein Hals tut weh, weil ich vorhin in der verkackten Aufnahme schon viel zu viel gelacht habe. Das war eine schöne Aufnahme. Leider musste ich sie verwerfen. Jetzt bin ich wütend. Willst du mir nicht helfen? Ach, du blöde Kuh! Okay, du scheißt gerade. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Kleiner Junge, kleiner Junge, wo bist du noch hin? Ich frage mich, wo liegt denn da der Sinn, dass du ständig vor mir wegrennst und hoffst, dass ich dich niemals treffe? Du Horst. Im Ernst, wo ist er hin? Langsam wird das echt anstrengend. Oh, ich war doch schon so nah dran. Mann! Er ist ins Haus gerannt, wir haben es gesehen. Aber der ist zu schnell. Der ist nicht hier, da haben wir schon geguckt. Der ist nicht in der Küche. Sag bloß, der ist auch noch nach oben gerannt. Oh, ich glaube, es geht los. Oh, ich habe gerade Gänsehaut überall. Ich hatte es schon in der ersten Aufnahme, dass ich Gänsehaut überall gekriegt habe, einfach nur, weil das Spiel mich ein klein wenig mitnimmt. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da ist der Kopf. Aber auf jeden Fall kriege ich Gänsehaut und ich fange an zu zittern. Ich krieg so ein Gefühl. Boah, wo ist der kleine... Ist das der kleine Junge? Da steht Jas. Nein, da steht nichts. Das ist nur eine Ente. Warum habe ich... Wenn das eine Ente ist, ich weiß nicht, was das ist. Da ist er. Ich muss vorsichtig sein. Er hat sehr gute Sinne. Die werden ihn aber auch jetzt nichts mehr bringen. Tschüss! Und du auch. So, wie viele habe ich jetzt getötet? Ich glaube 3, oder? Warte, ich habe die Frau getötet, ich habe den Mann getötet. Da ist die Frau, da ist der Junge, ich habe draußen den Mann getötet. Ja, 2 fehlen mir noch. Und wer fehlt mir? Es fehlt mir dieser Gangsterjunge. Oh Gott, wer fehlt mir noch? Ich habe den Mann im Anzug. Ich überlege gerade kurz. Ich habe den Mann im Anzug, ich habe die Frau im langen Kleid, ich habe das Kitty. Der Gangsterjunge fehlt mir. Wer war der 5? Im Ernst, wer war der 5? Oh, du bist wieder scheiße. Tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, wer der 5. war. Obwohl, doch, das war der im Anzug. Ich habe nämlich den mit dem Telefonproblem, oder? Nein, der mit dem Telefonproblem fehlt mir noch. Gut, ich hab's. Dieser Gangsterjunge und der mit dem Telefonproblem fehlt mir, glaube ich. Und ich glaube, die sind beide auch draußen. Das heißt, wir gehen mal schnell zu ihnen hin.
Also entweder ich habe den Typen mit dem Telefonproblem getötet oder den im Anzug. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja dann sehen, wenn ich sie finde. Also ich gehe mal wieder zurück in meine Rolle. Wobei, ich habe gesagt, es ist möglich, es kann sein, es muss aber nicht sein. Ach, ich brauche dringend eine Brille, wenn ich so meine Sicht sehe. Ich bin ganz schön kurzsichtig. Wir laufen hier ein bisschen rum. Wir haben einen echt schönen großen Garten und ein echt schön großes Haus. Da ist etwas. Ist da auch jemand? Ja! Ja, der Telefontyp hat mir gefehlt. Und dann fehlt mir nur noch der Gangsterjunge. Da ist der Telefontyp. Hallo? Ich habe eine Lösung für dein Handy gefunden. Es wird dir gefallen. Nein! Boah! Ich habe ihn gerade erst gefunden und du! Sie sind mir im Weg. Sie verfolgen mich. Ich werde ihn finden. Er ist in diese Richtung gerannt, habe ich recht? Ja, natürlich habe ich recht. Ich kenne doch meine Opfer. Sie versuchen sich wirklich draußen vor mir zu verstecken. Süß. Ich werde sie finden. Ist da jemand? Nein, das ist nur eine Rutsche. Da ist das erstochene Kind. Ach nee, das ist nicht das Kind, das ist der Mann. Aber ich kann da nicht hoch, schade. Hä? Sag bloß, der ist jetzt ins Haus gerannt. Richtung. Bloß wegen der einen. Ist da jemand drin? Nee, da ist ein Schrank. Ich kann ja trotzdem mal reingucken. Schränke, Schränke. Nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Dieses Klavier irritiert mich richtig. Wo ist dann dieser komische Gangster-Kitty da? Ich schaue jetzt mal wieder drin. Draußen ist es echt viel zu groß für mich. In der letzten Aufnahme ging das echt viel besser. Da war ich nach 16 Minuten schon fertig. Okay, hier ist der Keller. Da brauche ich eigentlich nicht nachzuschauen immer wieder. Weil ich glaube kaum, dass ich hier jemand verstecken würde. Ja. Langsam werde ich ungeduldig. Und mein Hals tut immer noch wegen der letzten Aufnahme weh. Das macht mich wütend. Und niemand will, dass ich wütend werde. Also tut euch selbst und eurer Gesundheit und euren Fingern und Füßen einen Gefallen. Und kommt raus. Wir können das alles bereden. Versteckt sich einer in der Küche? Das hilft. Oh, ist er nach oben geflüchtet? Weil mir an sich hasst es, dass der Geist uns an und in den Weg kommt. Er ist nach oben geflüchtet, wie süß. Er weiß doch, dass oben schon jemand liegt, aber ich habe nichts gegen einen weiteren Teppich. Wirklich? Wirklich? Da muss ich kurz eine richtige Kritik an das Spiel rauslassen. Das da ist echt scheiße. Stirb! Stirb! Und du auch! So, jetzt fehlt mir nur noch einer. Und ich werde ihn finden. Der ist ziemlich gut im Verstecken spielen. Er hat einen Preis verdient. Johnny, komm raus. Du hast gewonnen. Du bist wirklich der König im Verstecken spielen. Du bist der Beste. Und jetzt komm. Liegst du bei den Leichen? Schwester, schau mich nicht so an. Du weißt genauso gut wie ich, dass ich es tun musste. Und hier oben ist dieser Punk nicht. Oder?
Nein, das Klavier versucht mich nur zu irritieren. Und da ist ein Klavier! Schaut mich nicht so an. Mit euren vorwurfsvollen Blicken. Er ist hier irgendwo. Was willst du? Verfolgt mich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich habe mich nur gewehrt. Ich habe nur versucht, mich zu wehren. Wo ist der? Der geht mir wirklich langsam auf die Nerven. Da ist er bestimmt nicht. Eine Küche oder was auch immer das ist er nicht. Nein, das ist das Gästezimmer oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist mein Schlafzimmer. Da, eine Küche ist er nicht. Nee. Das heißt, er ist draußen. Weil es ist unmöglich, dass die im Keller sind. Die würden ja dann die Leiche sehen. Eine weitere. Dieses Klavier. Aber ich liebe diese Sterne. Ach nee, das ist nur die Rutsche. Du bist hier. Willst du mir sagen, dass er in der Nähe ist? Du bist einfach zu durchschauen. Aber ich habe nur noch 4 Minuten. Nein. Ich habe euch ja schon mal gesagt, das hier geht so lange, wie es nötig sein muss. Das ist halt der Vorteil am Indie-Dienstag. Aber im Ernst, ich stelle mir gerade langsam echt die Frage, wo er ist. Ich renne sogar schon, damit wir ihn mal finden. Er hat wirklich gewonnen. Er ist gut im Verstecken. Das muss man ihm lassen. Der war auch schon in der ersten Aufnahme echt gut. Manchmal verstecken sie sich in den dunklen Ecken. Und jetzt... Ich rede jetzt mal wieder etwas normal, weil mein Hals tut furchtbar weh. Großes Tor. Ist groß. Mein Hals tut furchtbar weh und ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen normal reden. Auch wenn das höchstwahrscheinlich die Atmosphäre kaputt macht. Aber ich glaube, ich habe mich vorhin schon ziemlich gut benommen. Also... Irgendwas sagt mir, dass sehr viele Zitate entstehen werden. Ich weiß aber nicht, was für welche. Und ich hoffe, sie werden mich jetzt nicht mein ganzes Leben lang verfolgen. Naja, mein ganzes YouTube-Leben. Welches ja auch nicht für immer währen wird. Vielleicht. Aber noch sehe ich das nicht als meine Zukunft an. Obwohl ich vorhabe, das lange zu machen. Und er ist nicht hier draußen, der ist nicht im Haus. Sag bloß, der hat sich im Keller versteckt, dieser Idiot. Also dann wäre ja alles umsonst gewesen. Hör auf zu spielen, Klavier. Ich muss was Wichtiges nachschauen. Der ist nicht im Keller. Na, da ist nur die Hängende. Aber er selbst ist nicht im Keller. Verdammt, wo ist er? Also wenn ich ihn nicht gleich finde, dann beende ich die Aufnahme mit dem Ergebnis... Er hat diese Runde gewonnen. In der letzten habe ich ihn wirklich gefunden und getötet. Ich schwöre. Ich renne sogar jetzt überall nochmal rum. Ich steche hier hin. Kann ja sein, dass er sich in der Dusche versteckt. So klassischerweise. Kann man das Klavier aufhören zu spielen? Das treibt mich echt in den Wahnsinn. Hier ist er nicht. Und ich renne gerade wirklich. Das ist das Schnellste, was ich laufen kann. Fernseher. Also, ihr seid meine Zeugen, er ist irgendwie nirgends auffindbar. Oder ich habe schon alle getötet, ohne es zu merken. Und das Spiel weiß es nicht, also realisiert das nicht wirklich und hat sich jetzt aufgehangen. Hör auf zu spielen, Klavier. In der Dusche ist niemand. Nö. Die ganze Zeit dabei zu rennen. Ja, du bist wieder da. Ich dachte gerade, hä? Nein, er ist nirgends auffindbar. Tja,
Damit werde ich wohl oder übel die Aufnahme beenden. Oder ich schneide jetzt ein bisschen. Das Klavier spielt andauernd, ey. Aber er ist nicht auffindbar. Ich habe ihn in der letzten Runde als Drittes getötet und hier finde ich ihn nicht mal mehr. Hat er sich in Luft aufgelöst oder was ist gerade los? Und draußen will ich auch nicht gucken. Draußen ist das Gebiet eindeutig viel zu groß. Weitere Kritik an das Spiel? Der Garten ist zu groß. Also es würde mehr Spaß machen, entweder mehr Leute oder kleinere Gebiete. Weil so ist das echt. Einfach so unnötig ist in die Länge stricken. Ich kann auch nicht springen. Ich schneide gleich echt. Ach, da ist er! Draußen hast du dich versteckt, obwohl ich mehrmals geguckt habe. Das wirst du bereuen. Du bist in der letzten Aufnahme als Drittes gestorben. Und jetzt wagst du es, dich vor mir zu verstecken? Du wirst es bereuen. Ich hoffe nur, dass das Geistermädchen nicht auftaucht. Erwischt? Ja! Leide! Du hast meine Zeit verschwendet! Meine unnötige Zeit. Ich habe schon drüber nachgedacht, zu schneiden wegen dir. Du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen, meine Zeit verschwendet zu haben. Komm schon, beruhig dich. Ich bin auch nicht mehr da. Ich will dir nichts mehr tun. Bin weg. Ich lass dich in Ruhe. Ich bin nicht mehr hier. Ach, scheiß drauf. Hallihallo, Kleiner. Oh, falsche Taste. Mist. Renn, 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 renn. Kleiner, du wirst es bereuen. Du hast meine Zeit unnötig verschwendet. Du bist mein letztes Opfer. Mit dir werde ich spielen. Lauf, lauf, lauf. Lauf so schnell, dich deine kurzen Beine tragen können. Du bist ein echter Idiot, weißt du das? Ich möchte, dass du stirbst. Ist das wirklich so schwierig? Komm schon. Erwischt. Na, wie fühlst du dich? Wie ist es denn so? Geht es dir gut? Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du Schmerzen. Lass mir dir helfen. Oh. Ich lebe in einer kleinen Hütte, isoliert von der Stadt. Ruhe ist das Gesetz an so einem Ort. Mein Zuhause ist so etwas wie ein Gefängnis, aus dem du nicht ausbrechen kannst. Während das Vogelzwitschern und das Atmen des Winds meine besten Freunde sind, mir Gesellschaft leisten. Ich mag das Geräusch des Windes. So beruhigend. Das war's. Ich habe diesmal tatsächlich... Huch, hallo, stopp. Tatsächlich länger gebraucht wie das letzte Mal. Das letzte Mal, wie gesagt, nach 16 Minuten war ich fertig und jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde, weswegen ich nicht weiter um den heißen Brei drum reden werde. Ich sag einfach nur, das war's. Mir hat das Spiel gefallen. Ich mag das in einem Horrorspiel, dass jetzt mal es umgedreht wird. Also normalerweise sind wir das Opfer, diesmal wachen wir der Mörder. Also der Täter und ich mag das. Also wenn es mehr solche Spiele gibt, gib mir ruhig Bescheid. Ich mag diese Abwechslung. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Gib dem Spiel eine Chance. Es hat seine Aufgabe gut gemacht. Ich hoffe, das Aufnahmeprogramm hat seine Aufgabe gut gemacht. Ich hoffe, ich habe meine Aufgabe gut gemacht. Und naja, tschüss!